Der absolute Hammer. Das wird einschlagen wie eine Bombe. Rohkost-Cola, Rohkost-Cola. Vielleicht wahrscheinlich nicht ganz Rohkost, das weiß ich nicht, weil ich weiß nicht, inwieweit die Stevia, flüssige Stevia Rohkost ist, aber das ist halt eh nur ein paar Tropfen. Von daher, aber ansonsten Rohkost-Cola und ich kann euch echt sagen, das schmeckt richtig, richtig geil. Und das ist, hat. Kann den Vergleich mit normaler Cola absolut standhalten und ihr werdet sowas von begeistert sein. Ihr werdet sowas von begeistert sein. Das sind die Rohkost-Snickers, von denen die ganze Welt schon begeistert ist. Überhaupt nichts dagegen. Rohkost-Cola. Ich weiß natürlich, Wasser ist das beste Getränk und wir brauchen uns gar nicht drüber zu unterhalten, dass Wasser halt das Beste ist. Aber manchmal, und das ist tatsächlich der Fall, bei mir war das auch eine Zeit lang so, gerade jetzt im letzten, angefangen nach dem Rohkost-Potlucks, da waren wir mal so noch kurz bei der Tankstelle noch was holen, um dann halt eben die Nacht dann lang zu machen. Und dann hat man immer Red Bull Cola getrunken und dann habe ich gesehen, die Inhaltsstoffe, die eigentlich total gut sind von Red Bull Cola, weil da ist nichts drin, so Taurin und sowas. Aber letztlich brauchen wir nicht diskutieren, war das alles nicht so cool. Und jetzt habe ich was gefunden und ich habe was kreiert. Das ist der Hammer. Ich habe da rumprobiert und ihr seht jetzt das Endergebnis. Und ich kann euch versprechen, dass diese Cola wirklich wahrscheinlich viel geiler ist als jede Cola, die ihr je getrunken habt. Dass sie ohne Zucker auskommt, halt mit Stevia und ja, nur rohköstliche, natürliche Zutaten hat und die wirklich Hammer schmeckt. Und auch wirklich hammer süß, hammer. Ja, gute Laune, putschend, aber ohne halt zugesetztes Koffein, sondern das im Guarana-Samen drin, Rohkost, und das belastet das Herz nicht. Es ist der absolute Hammer. Es schmeckt geil und ich weiß nicht genau, wie teuer das ist, aber weil ja hochwertige Zutaten noch dabei sind, ihr müsst einfach schauen. Aber ich will gar nicht so lange reden, jetzt geht's los. Ich blende euch dann jetzt meinen letzten Versuch ein und ja, und dann sage ich euch, was alles drin ist. Absoluter Hammer, ich bin so. Es ist so Hammer. Also, das wird sowieso irgendein Unternehmen wird das Video sehen und dann die Cola auf den Markt bringen. Aber Christian hat die Cola entwickelt von dem Kanal War Spirit. So, jetzt genug Eigenlob und ja, viel Spaß mit dem Rezept. Ich bin mega, mega stolz und happy, weil ich habe auch gerade 1 Liter von der Cola getrunken. So, wieder mal Versuch 32. Cola-Herstellung. Intensive Reaktion. Das liegt an der Kohlensäure und Stevia, habe ich festgestellt, es reagiert. Also die Stevia-Glykoside, die reagieren sehr stark mit der Kohle, mit der Kohlensäure. Geschmackstest. Okay, Geschmackstest. Richtig geil. Richtig, richtig geil. Und ja, ich glaube, das Rezept kann ich dann veröffentlichen. Und ich kann es eigentlich jetzt gleich tun, dann nehme ich das gleich als Video. Wird zwar ein sehr kurzes Video. Also, ich habe versucht, Cola herzustellen. Und deswegen habe ich jetzt hier eine gesunde. Ja, ein gesundes Aufputschendes Cola-Getränk selbst kreiert. Hier muss man allerdings sagen, dass also dass man aufpassen muss, wann man was reintut. Hab da
wenn man zum Beispiel am Ende Stevia reinmacht, dann schäumt das und dann hat man dann gar nichts. Man muss zuerst, also das Rezept ist wie folgt. Zuerst ungefähr 10 Gramm, würde ich sagen. Ich habe einen großen Esslöffel voll Guarana. Also ein Esslöffel Guarana in die Flasche, darauf direkt zwei, ich muss mal drauf gucken, da steht immer so eine, ich habe immer diese Löffel hier, das ist ein halber Teelöffel, also dann ein Teelöffel flüssiges Stevia, also ein Esslöffel Guarana, welches ich genommen habe, das verlinke ich euch unten, ein Teelöffel flüssiges Stevia, auch das habe ich euch unten verlinkt, da gibt es sehr große Qualitätsunterschiede, dann einen, muss ich wieder gucken, einen Viertel Teelöffel Vanille, auch das verlinke ich euch unten, also ich tue euch exakt meine Zutaten mit rein, dann ein Viertel Teelöffel Vanille, dann ein Tropfen von lebensmittelechten Orangenöl, auch das verlinke ich euch unten, und dann aufgießen mit Mineralwasser, ganz wichtig, dass ihr das zuerst reintut und ein Stück für Stück aufgießt und den Schaum wieder runterlaufen lasst, und dann habt ihr eine durchaus gesunde Cola, aber ihr habt hier keinen Zucker drin und ihr habt natürliches Koffein, was nicht so schnell anflutet, was nicht euer Herz belastet, aus Guarana. Das heißt, das ist eine echte geile, gesunde Cola. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr das findet, ob ihr generell sagt, na, also was brauche ich nicht und so weiter. Ja, jeder wo er steht, und ich stehe dort, dass ich mich in den letzten Wochen doch immer wieder gerade auswärtig wiedergefunden habe, so eine Red Bull Cola zu trinken. Und ja, das war preislich und auch von meinem Gefühl her habe ich mich da nicht in meiner Mitte gefühlt. Und wenn ich jetzt Bock auf Cola habe, dann weiß ich, wie ich mir das hier mache, und ich bin glücklich. Wir sehen uns unten in den Kommentaren. Thank you.